Eines der ganz interessanten Dinge ist, sobald Sie versuchen, ein Individuum, also sich in diese Bewegung, also sich dorthin zu begeben, individualistischer zu werden, also zu fragen, was stimmt das eigentlich für mich an und was ist eigentlich, also ich komme immer mehr in Richtung Moment. Also man kann es ja nicht, also umso weiter quasi, von Beginn ja ganz außen, es gibt irgendwie der Mensch, die Gesellschaft, der Beruf, die Definition der Staatsbürger, alles große, flächige Definitionen, umso näher sie quasi dem eigentlichen Individuum kommen, umso mehr spielt er sich in Momenten ab. Jetzt bin ich gerade das, jetzt finde ich mich gerade so, jetzt bin ich gerade. Und in dieser Situation, umso realistischer wird man auch. Individualismus ist eine Form von Realismus. Subjektivismus ist eigentlich Realismus. Der Versuch, näher an die eigentliche Möglichkeit ranzukommen mit eigenen Mitteln. Bewusst die Differenz in Kauf nehmen, weil dahinter eine Haltung steht, die sagt, es gibt dieses vereinheitlichte Verstehen nicht. Ja? Indem ich eine standardisierte Sprache benutze, glaube ich, alle Menschen verstehen mich, ja, was ich sage. Aber verstehen sie wirklich, was ich sage? Verstehen heißt es für sie das Gleiche, wie es für mich heißt. Das, was ich tue, was ich lebe, ist dasselbe. Nein, eben nicht. Ja? Es gibt Abweichungen, es gibt Unterschiede darin. Und ist es nicht vielleicht sinnvoller, wertvoller, den Individualismus zu leben, indem wir davon ausgehen, dass wir eigentlich erstmal nicht verstanden werden, aber dass der Weg der Versuch, verstanden zu werden, oder der Versuch, sich dem, was fremd ist oder bruchhaft ist, anzupassen, dass da irgendwie, dass da Lebensalternative, dass der Raum entsteht. Ja? Das ist was ganz Spannendes. Ja? Und wenn Sie dann anfangen, wenn man dann immer mehr, quasi wenn ich immer mehr diesen dorthin komme, zu versuchen, ja, was ist eigentlich so das ganz Eigenständige, das ganz, ganz Originäre, das Moment, ja, das, was nicht vergleichbar ist. Weil der Augenblick ist ja nicht wirklich vergleichbar. Ich kann Sachen vereinfachen und grob sagen. Ja. Ich kann sagen, heute scheint die Sonne. Ja. Aber ist es dieselbe? Ist es dieselbe Erfahrung, die ich morgen habe und übermorgen habe? Wenn ich ein ganz grobes Raster in meiner Wahrnehmung habe, natürlich, ja, kann ich einfach hier ein Symbol einer Sonne an den Himmel malen und lebe diese Vereinfachung. Ich glaube, also das ist ein Symbol der Sonne, die bedeutet immer dasselbe, jetzt ziehen wir auch alles durch. Ja. Aber ist die individuelle Erinnerung, also dieser eine Moment, ja, als ich in der Sonne saß, als das passierte, da ging was ganz anderes, was anderes da für den Moment. Ja. Wird das dann natürlich zugänglich? Nein. Also wie kommen wir dorthin? Wie kommen wir an diesen Punkt?